Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum munteren Sterben in The Evil Within. Und ja, ich hoffe, wir kommen jetzt ein bisschen besser durch. Und wie wir Joseph die ganze Zeit heilen, ich verstehe das nicht. Wir haben gar nicht genug Spritzen bei, aber wir heilen ihn die ganze Zeit. Und ich muss sagen, die Gegner hier im ersten Teil sind wesentlich schwerer als im zweiten Teil. Und das macht schon ganz schön viel aus. Wir haben ja den zweiten Teil auch auf normal gespielt, sage ich mal, auf Überleben. Da war das viel einfacher als hier der erste Teil. Ich bin echt überrascht, wie schwer das ist. Aber okay. Wir werden das bestimmt irgendwann schaffen. Ich bin ganz, ganz zuversichtlich. Na gut, weiter geht's. Jetzt kommen die wahrscheinlich alle. Ich bin gespannt, ob wir jetzt das komplette Ding nochmal machen oder ob wir schon ein paar Villen sparen. Aber das werden wir jetzt sehen. Mal sehen. Werden wir jetzt sehen, mal sehen. Gut. Warum will ich an diesen Tasten rumtutteln? Dann ist nämlich OBS aus, das will ich nicht. Es läuft aber noch, ja. Hast du Verbandszeug? Ja, habe ich. Joseph ist wesentlich verletzter. Das war er nämlich vorhin schon. So, wir hauen ihn einfach mal hoch. Ja. Sebastian, sie sind über uns. Ja. So, also sie sind über uns, das ist schon mal sehr gut. Oh, der schmeißt da oben. Sie schießen. Ja, das merke ich doch selber mal. Brauchst du mir doch nicht erzählen. Autschi! Hättest du mir nicht erzählen können, dass die oben sind? Aua, sag mal. Verfluchte Scheiße. So, der explodiert, hoffe ich. Du musst auf den Kopf zielen, Mann. So, haben wir noch ein bisschen Munition hier irgendwo vielleicht? Ah, Gel nehmen wir uns. Ja, da haben wir noch Munition. Hier haben wir noch eine Spritze. Sehr schön. Was haben wir hier? Neuer Gegenstand. Elektro. Aha, cool. Ob wir das jetzt so einsetzen können, weiß ich nicht. Komm schon! Ja, reg da ab, Mann. Irgendwas wirft von da oben noch. Aber ich will mal hier kurz gucken. Was haben wir hier? Streichhölzer. Brauchen wir gerade nicht. Ah. Ich mach mal kurz ein Päuschen. Ich brauche Luft. Komm schon! So, den hat er hoffentlich. Was haben wir hier schon? Granaten. Genau, die wollte ich haben. So, hör mal auf zu rennen. Ich weiß ja nicht, wie ich dich befreien kann, Mann. Also Joseph kann echt nicht schießen, wa? Der ist ja schlimmer als Sebastian. Achtung, die haben Dynamit. Ja, weiß ich. Nein, wollte ich nicht, Entschuldigung. Der kommt mir aber ziemlich nah. Ach komm, hör doch auf. Also die mit ihrem scheiß Dynamit. Aber ich hab euch vorgewarnt. Fröhliches Sterben. Könntet natürlich alle rausschneiden, aber das lasse ich mal. Es wird langsam sehr hart. Ja, den sagst du. Komm, ich heil da mal wieder hoch. Aber jetzt trefft besser, ja? Kann doch nicht sein, dass du hier so komisch schießt. Sei ruhig, Kidman. Hm? Sebastian, sie sind über uns. Ja, weiß ich. Aber du erledigst die doch jetzt. Ist doch kein Ding für dich. Du bist doch mein Meisterschütze. Deckung, sie schießen. Immer aufs. Ui, da hast du ihn aber getroffen, du. Hättest du nicht angeschossen, hätte ich den Kopf getroffen, aber nee. So, hier hatten wir Geo und Munition. Können wir gleich mal wieder mitnehmen. Hier haben wir noch Spritzen. Brauchen wir gerade nicht, das ist sehr gut. Ey, der wäre doch aber ein Kopftreffer. Der Kopf platzt einfach nicht. So, wir gehen mal hoch. Ich treffe die natürlich von hier unten nicht. Haben wir Schrotgewehr? Ja, haben wir.
So, er kommt jetzt und danach kommt er mit dem Dynamit. So, den hier haben wir jetzt Schrot. Achtung, die haben Dynamit. Schrot. Ach, da, jetzt ist er da unten. So, den haben wir. War das alles? Bestimmt nicht. Da ist noch was in der Nähe. Jetzt kam die ganze Horde, ne? Spiel nicht den Helden. Zurück! Komm schon! Erzähl. So kriegen wir die besser weg, glaube ich. Hoffe ich. Komm schon. Sei ruhig, Mann. So, verbrennen. So, noch einer da? Ich hoffe nicht. Doch, da kommt schon der nächste. Oh, sprengen. Da ist schon der nächste wieder hinter mir. Nicht wieder in Stücke zerreißen hier. Kidman braucht Hilfe. Verdammt. Das war knapp. Ja, das war echt knapp. So, nun mach was. Kidman braucht Hilfe, Mann. Ich sammle mal hier kurz das ein bisschen was auf. Nein. Ich sammle jetzt erstmal Munition. Hatten wir hier alles weg, ja, ne? Liegt hier noch irgendwo was? Warum soll ich mir das angucken? Guck dir das doch selber an und befreie sie, Mann. Die Geräusche gefallen mir überhaupt nicht. Oh, ich gucke. Ich krieg das nicht auf. Die Zeit läuft ab. Wohin gehen die Kabel? Ich gehe. Was soll ich tun? Natürlich gehen wir. Jetzt auch noch auf Zeit, oder was? Ach, hör doch auf. Hier waren nur Streichhölzer, die nehmen wir trotzdem mal schnell mit. Ah, Sebastian, ruh dich aus. Komm. Kidman ist in Gefahr. Ja. Wir wahrscheinlich auch. Wir werden da nicht so einfach hinlaufen können. Ich hab dir mindestens dreimal in den Kopf geschossen, Alter. Wir müssen weiter? Hier geht's nicht weiter. Wir müssen weiter. Ja. Heul nicht, Chantal. Wir haben keine Munition mehr. Schau aufs Bedienfeld. Es hat dieselben Drehscheiben, oder? Ja. Eine obere, eine untere. Stell die obere auf 22. Und die untere auf 5. Mach ich. Eine frisch gebadete Kidman. Bist du okay? Na klar. Joseph, Kidman. Ich sehe das ganz zuversichtlich. Zumal wir sehr, sehr viel Munition haben. Aber Joseph geht's gut. Wo seid ihr jetzt wenigstens alle frei? Nee. Warum ist denn so plötzlich so ruhig hier? Eine Statue. Können wir das machen? Alter Sebastian. Mit der Faust Schloss geknackt.
Wir sind so gut. Und jetzt macht er wieder ganz langsam die Türen auf. Ah, wir haben Kidman gerettet. Ich bin sehr stolz auf uns. Jetzt wäre die im zweiten Teil nicht da gewesen. Hier ist gar keiner mehr. Aber Munition ist mittlerweile da. Warum sind die jetzt alle weg? Das frage ich mich gerade. Schön, wie langsam er hier reingehen kann. Ich bin da echt... Ich lasse das mal. Schießt der natürlich, ne? Eins. Du sollst nicht mit der Waffe. Ach, warum nutzt der denn jetzt die Waffe? Ich will nicht. Der soll weiter zuhauen. Aber hier ist auch nichts weiter drin, oder? Hier nochmal kurz gucken? Nee. Lohnt sich nicht. Ja, wir könnten uns vielleicht mal eine Spritze reinpfeifen. Wir hatten ein paar gefunden, oder? Drei Stück. Pfeifen wir uns mal eine rein. So, hier sind überall Sicherungskästen. Sehr schön. Ja, ich wollte die Dinger natürlich auch noch zerkloppen. Wie kann ich denn jetzt... Ah ja. Weil in den Kisten kann ja auch was drin sein. Also wir müssen erstmal... Taschen, dann bin ich in die Hand, nehmen das Wasser. Ich habe mich gerade gewundert, was da so... Haltet durch, ich komme! Ja, nu, immer locker bleiben. So wichtig sind die Beten auch nicht. Vor allem, warum haben die Kidman da reingemacht? Die arbeitet doch für die. So wie ich aus dem zweiten Teil weiß. Da frage ich mich, wieso? Wird die da eingesperrt und, ja, mehr oder weniger fast umgebracht. So, jetzt können wir erstmal die Waffe nachladen. Puh, also echt anstrengend. Er hat uns jetzt aber auch keinen weiteren Kontrollpunkt angezeigt, ne? Nehm. Ach so, eine Axt. Nimm erstmal die Axt. Dann vergeudest du keine Kugeln wenigstens. So, was ist hier noch? Kurz mal reingucken. Oh! Biggest Gel? Wie viel sind das? 1000. Na gut. Hätte mehr sein können. Aber gut, dass wir nochmal geguckt haben. So, wir kommen denn. Seid ihr noch okay? Untersuchen, nicht runterspringen. Hey, schön, wie sie gewartet haben. Wo sind die hin? So lange haben wir ihn nun auch nicht gebraucht. Da liegt eine Fackel, na klar. So, die stehen hier alle nicht auf. Ich kann sie nicht anzünden, dann finde ich das sehr gut. Aber warum liegen die hier alle? Die sind doch hier nicht alle runtergefallen, oder? Ich will da gar nicht durch. Ich will da gar nicht durch. Wollen wir das in der nächsten Folge machen? Machen wir in der nächsten Folge, oder? Wir sind lauter Skelette. Der musste doch hier schon länger sein, wa? Wenn die schon verwest sind und hier neue runtergekommen sind. Haben alle den Mund offen? Alter, wen hat denn der Knochen gehört? Die haben auch Dinosaurier hier runtergeschmissen. Na gut. Okay, okay. Oh, halb verwest. Oder noch bekleidete Leiche. Bekleidetes Skelett. Na gut. Okay. Dann sage ich mal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ich hoffe, wir sterben nicht mehr so oft. Ein bisschen Munition haben wir ja auch. Wir sind gesund. Was soll schief gehen, oder? Gut, ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Und ich sage jetzt Tschüss und Bye-Bye.